Ich liebe Diamanten. Oh, was ein wunderschöner Morgen, Leute. Die Sonne geht auf. Warte mal. Warum ist hier alles rot? Warum bin ich in Simluckys Haus? Das ist doch Simluckys Haus, oder nicht? Ich bin doch in meinem Haus eingeschlafen. Was mache ich auf einmal hier? Leute, was geht hier ab? Simlucky, hast du mich in dein Haus geschleppt? Einen Moment mal, ich verstehe gar nichts mehr. Warte mal. Warum bin ich Simluckys? Warum sehe ich aus wie Simluckys, meine ich, Leute? Was geht hier ab? Hey, spielt mit mir jemand einen Streich? Ist das ein Kostüm? Einen Moment. Okay, ich weiß, was passiert ist. Ich träume das Ganze. Ich habe einen schlechten Traum. Das ist ein Albtraum. Ich hasse doch die Farbe rot. Niemals wäre ich Simluckys. Das macht keinen Sinn. Mein Haus ist doch dort vorne. Leute, ich habe eine Idee. Ich muss mich kneifen. So, zack. Funktioniert nicht. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ich springe einfach gegen die Wand und... Oh, aber das tat echt weh. Warte mal, das ist kein Traum. Ich bin wirklich Simluckys? Wie konnte das passieren? Okay, das müssen wir herausfinden. Wir müssen herausfinden, wie ich Simluckys geworden bin. Oder ist das ein Kostüm? Will mir jemand einen Streich spielen? Was soll das, Leute? Hallo? Ein Moment mal. Wenn ich Simluckys bin, was ist dann Simluckys? Oder wo ist Simluckys? Stellt euch vor, er ist einfach jetzt so kremutiert. Das wäre ganz und gar nicht gut. Leute, ich habe doch heute einen Bewerbungstermin. Ich wollte mich heute beim Supermarkt bewerben. Und wenn Simluckys ich ist, dann kann ich mich doch gar nicht bewerben. Simluckys, steh auf, Simluckys. Mach die Tür auf. Was ein wunderschöner Tag. Ihr bockt Nelly mal wieder abzuholen. Stopp mal ganz kurz. Warum bin ich auf Ukris seinem Sofa eingeschlafen? Was geht hier ab? Simluckys, hier vorne bin ich. Simluckys in Ukris Körper oder ich selber. Hier vorne bin ich. Hab ich da was gehört? Warte mal, hä? Was... Warum bin ich blau? Stopp mal ganz kurz. Bin ich Ukri? Ich sehe aus wie Ukri. Ja, und ich bin Simluckys, obwohl ich Ukri bin. Dann mache ich mal das, was Ukri immer mag, ne? Ich platziere überall TNT, spreng sein ganzes Haus. Was macht Simluckys? Hey, mach die Tür auf. Warte mal, wenn ich Ukris Körper mache, dann kann ich damit anstellen, was auch immer ich will. Das, was ich eigentlich immer schon austesten wollte, aber was weh tut. TNT. Warte, nein, bist du verrückt? Was macht der Ukri da? Ich bring Ukris Körper in die Luft. Ist der verrückt, Leute? Der stellt jetzt mit meinem Körper irgendwas an, weil das nicht sein Körper ist. So, gleich springe ich von dem Hochhaus. Simluckys, hör auf damit. Simluckys, wir wollten noch heute auf ein Date gehen. Warte mal, was? Nelly? Ach ja, Simluckys, was geht ab? Ich Nehmen jetzt aber ein Date. Komm mit. Auf ein Date? Warte mal, oh, was? Oh ja, ganz genau. Ja klar, wir wollten doch heute ein Date. Hast du etwas vergessen? Was? Nein, hab ich nicht vergessen. Okay, dann hast du mir ja bestimmt ein Geschenk vorbereitet, oder? Ja, ich hab dir ein Geschenk vorbereitet. Das sag ich dir später. Komm, lass uns auf das Date. Warum lass ich komisch an? Ich bin krank. Ich höre nicht. Deine Stimme ist ganz komisch. Lass mich mal schauen, ob alles bei deinem Problem ist. Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Leute, seit wann hatte Simluckys heute ein Date mit Nelly? Okay, ich muss jetzt mit dir auf ein Date gehen, weil sonst lasst sie im Stich und dann ist sie sauer auf Simluckys. Das kann ich ja nicht zulassen. Aber Simluckys macht dort vorne irgendwas mit meinem Körper und springt dann von Häusern runter. Der ist so verrückt. Naja, Freunde, ich muss irgendwie herausfinden, wie das passiert ist, dass ich einfach jetzt in Simluckys Körper bin und jetzt mit Nelly auf ein Date gehe und am Schluss sie wahrscheinlich noch küsse oder sowas. Ich will das gar nicht, Leute. Oh Mann, egal. Wisst ihr was? Ich muss es tun. Hört mal zu, Leute, wenn ihr erfahren wollt. Leute, wir müssen herausfinden, wie ich den Körper getauscht habe mit Simluckys. Deswegen lasst jetzt alle ein Like da unten, Abo, damit wir es herausfinden. Kommt schon, Leute. Lasst schnell ein Like da unten, ein Abo in 3 Sekunden, damit wir herausfinden, wie ich zu Simluckys geworden bin. Hey, du Namensschnecke, kommst du ab? Ja, ich komme ja schon. Leute, schnell Like abonnieren in 3, 2, 1 und los. Ich will wieder zu Ukri werden. Dip. Was ein wunderschöner Tag, Freunde. Heute gehen wir gemeinsam meinen mit, mit Billy? Billy, was suchst du denn hier? Ukri, hilf mir hoch, ich komm nicht hoch. Oh Mann, ich hab vergessen, dass du klein bist. Also Billy, warte mal, warum kommst du heute mit auf meinen Mining-Trip? Ich will Diamanten finden. Oh ja, und ich möchte Kekse finden, wie du. Okay, warte, ich helfe dir wieder hoch. Kekse finden? Was? Wie willst du Kekse in der Höhle finden? Hä? Kennst du nicht das Kekserz? So bekomme ich immer meine Kekse her. Kekserz? Seit wann gibt es denn sowas? Oh Mann, Freunde, was hat Billy für Fantasie? Schau mal, hier ist sogar Dirt. Was willst du mit Dirt, Billy? Also, Freunde, schreibt mal alle eine Kekse in die Kommentare, falls ihr Billy auch so lustig findet. Und auch Kekse, genauso wie Billy mögt. Alle einen Kekse in die Kommentare, let's go! Okay, ich würde sagen, Billy... Wow, wie viele Diamanten, let's go! Ich baue die direkt ab und ich werde mir damit eine Diamantenrüstung machen. So, zack, ein Diamant. Okay, Freunde... 2 Diamanten? Hohoho! Ukri, ich hab noch mehr Erde und Kohle gefunden. Warte mal, Billy,
Egal, deine Erde ist jetzt erstmal egal. Was ist das hier vorne? Hä? Hast du das schon mal gesehen? Das ist das Kekserz, oder? Nein, das ist auf keinen Fall das Kekserz. Pass auf, Billy, wo du hintretest. Das sieht ein bisschen magisch aus, habe ich das Gefühl. Das sieht nach einem Portal oder so aus. Warte mal, warum ist hier ein Portal in der Höhle? Keine Ahnung, ich glaube, ich gehe rein. Nein, 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 geh da nicht rein. Pass auf, Billy. Das sieht nicht aus wie ein Nether-Portal und auch nicht wie ein Ender-Portal. Obwohl, nein, es sieht auch nicht aus wie ein Ender-Portal. Das ist was ganz, ganz anderes. Aber ich würde sagen, die Leute können entscheiden. Freunde, wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo auf diesem Video, dann werden wir in dieses Portal springen. Und mal schauen, was dann passiert. Also, vielleicht passiert was richtig Schlimmes. Aber naja, Freunde, es wird dann bestimmt spannend. Deshalb lasst jetzt alle ein Like da und ein Abo, falls ihr wollt, dass wir reinspringen und ein richtig spannendes Abenteuer erleben. Ja, Billy? Was ist, wenn dort richtig viele Kekse sind? Also ein Keksuniversum. Warte mal, du denkst, wir werden in ein neues Universum teleportiert? Junge, wie krass wäre das bitte sehr? Okay, Freunde, egal welches Universum das ist, ist bestimmt richtig cool. Deshalb, Leute, Like und Abo in 3, 2, 1 und... Boom! Was? Wie viele neue Likes habt ihr bitte da gelassen? Ey, vielen, vielen Dank, Junge. Billy? Okay, ich habe eine Idee. Wenn ich einen Keks reinwerfe, verändert sich vielleicht das Portal und es wird ein Keksuniversum. Werf mal den Keks dort rein, Billy. Okay. Und zack. Der ist verschwunden. Warte mal, was passiert, wenn ich einen Diamanten reinwerfe? Hey, der ist auch verschwunden. Hey! Was passiert, wenn ich da reingehe? Stimmt, das ist die Frage. Was passiert, wenn wir dort reingehen? Ihr habt ein Like da gelassen und ein Abo. Das heißt, wir werden jetzt dort reinspringen. Und Billy, komm schon. 3, 2, 1 und... Jetzt schneller, zwei. Let's go! Und, was ist jetzt passiert? Mein Kopf. Okay, sind wir in der anderen Dimension? Ich glaube, es ist gar nichts passiert, Billy. Wir sind einfach nur aus dem Portal wieder rausgeflogen. Also einmal rein und wieder raus. Voll komisch. Ich habe einen Keks bekommen, glaube ich. Nee, den hatte ich vorher. Okay, unsere Sachen haben wir auf jeden Fall schon mal nicht verloren. Und, sonst ist alles beim Alten, oder nicht, Billy? Ja, eigentlich alles gleich. Ich bin gleich groß und habe nicht einen Zentimeter gewachsen. Warte mal, stimmt. Kann sein, dass du einen Zentimeter gewachsen bist. Wie cool wäre das denn? Oder sind wir jetzt eiskalt einfach dort reingeflogen und dann wieder raus zurück in unser Universum? Ey, das wäre mal sowas von langweilig. Ich dachte, da passiert irgendwas Cooles, wenn wir dort reingehen, Billy. Oh ja, das ist voll langweilig gewesen. Ich dachte, ich bekomme unendlich Kekse. Oh Mann, wie schade. Ich dachte, ich bekomme unendlich Diamanten. Oh Mann. Okay. Ja? Okay, ich glaube, es hat sich was verändert, oder? Warte mal, ja, du hast recht. Es hat sich was mächtig verändert. Die ganzen Farben sind einfach... Was meinst du denn? Ich meine den Geruch von den Keksen. Warte mal, siehst du das nicht, Billy? Was meinst du denn bitte sehr? Okay, im Dorf riecht es nicht mehr so nach Keksen wie davor. Einen Moment mal, Billy, du hast recht. Du hast recht, es riecht nicht mehr so sehr nach Keksen, aber merkst du was anderes, was viel schlimmer ist? Die ganzen Farben haben sich verändert. Schau mal, Simlucky ist einfach ein Mädchen geworden. Warum hat er die pinke Farbe, hä? Macht doch gar keinen Sinn, Billy, oder? Das macht gar keinen Sinn. Was ist passiert? Hat die einfach Amethysten? Hä, der mag doch Redstone. Hä, wie kann das sein? Und warte mal. Schau bloß nicht auf dein Haus, okay? Warum habe ich ein Rubin neben mir stehen und... Warum ist mein Haus rot? Ah, ich raste aus! Warte mal. Billy, wo ist dein Haus hin? Warte mal, jetzt wo du sagst, wo ist mein Haus hin? Dein Pupsi-Haus ist nicht mehr da! Was heißt das bitte sehr, Billy, hier vorne? Ist das ein Schild? Was steht da? P-R-A-Y... Lass mich lesen, Billy. Warte mal. RIP! RIP, Billy! 1.1. bis 2.2.2. Was meinst du, Okri? Ich kann nicht lesen. Ursache Pupsi. Oh nein. Billy ist an seiner eigenen Pupsi draufgegangen? Hä? Ich lebe doch noch. Schau mal. Ich glaube, Billy, wir sind hier nicht in unserer normalen Welt. Ich meine, die ganzen Farben haben sich getauscht. Wo sind unsere Freunde? Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Warte mal, Nellys Haus ist blau? Warum ist ihr Haus blau? Ich liebe doch die Farbe blau.
Simlakis Haus ist pink? Hat sie sich in dich verliebt, oder nicht? Da sagst du was, Billy, aber ich glaube eher nicht, weil das macht keinen Sinn. Dann wäre meine Farbe ja auch blau, aber die ist rot geworden. Und stimmt. Warum ist... Du hast recht, jeder weiß, dass sie auf mich steht. Oh Mann, Billy, nicht dein Ernst. Du hast auch nichts anderes im Kopf, oder? Wir sind hier in irgendeinem komischen Universum und du denkst so daran? Schau mal hier, Luke hat einfach seine Farbe... Warum? Sein ganzes Haus ist komplett schwarz, hä? Macht keinen Sinn. Aber Billy, mir weißt du, was mir noch mehr leid tut? Dass du einfach in diesem Universum draufgegangen bist durch Pupsi. Das ergibt gar keinen Sinn. Guck mal, ich kann weiter Pupsi machen. Pupsi, Pupsi. Oh Mann, vielleicht hast du ja zu viel Pupsi gegessen, deswegen. Aber, Leute, wie kommen wir hier wieder raus? Mir gefällt es überhaupt nicht, wenn meine Farbe rot ist. Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Okay, hallo. Was, du bist endlich blau. Was? Ich war schon immer blau. Oh, ich hab die Farbe rot nie gemocht und jetzt bist du blau. Wir passen so gut zueinander. Ich wusste es. Warte mal, was? Oh Mann, Nelly, dein Ernst? Ich dachte, deine Lieblingsfarbe ist lila. Lila, wirklich? Wirklich? Jeder weiß, dass meine Lieblingsfarbe blau ist. Aber naja, ich war eigentlich immer schon blau. Oh Mann, Freunde, ich check gar nichts mehr. Nelly mag mich auf einmal in diesem Universum und meint, ihre Lieblingsfarbe ist blau? Okay, alles okay? Oh ja, Billy, alles okay, aber ich glaube, wir haben irgendwie unsere Farben gewechselt alle. Wie meinst du das? Stimmt, warte mal, du hast recht. Oh, und das fällt dir erst jetzt auf. Was meint ihr? Welche Farben gewechselt? Naja, seht ihr das nicht, Leute? Oh, stimmt. Die checken gar nichts. Die wissen von nichts Bescheid. Wir sind in einem Paralleluniversum. Warte mal, okay. Stopp, stopp, stopp. Was macht Billy hier? Er ist doch schon lange verstorben. Was? Der ist wirklich verstorben? Naja, Billy, hat sich irgendwie... der ist wieder aufgestanden. Warte, was? Billy lebt wieder nach all der langen Zeit, die er... Oh ja, und deshalb haben wir was zu feiern. Ey, Billy, lass uns hier schnell wieder verschwinden. Oh ja, ich mag das hier gar nicht. Es ist voll gruselig hier. Ja, und ich will nicht Farbe rot haben. Oh Mann, ich muss hier schnell wieder weg. Lila ist die beste Farbe. Was macht ihr denn hier? Simlucky, warum bist du lila? Was redest du, Okri? Hast du falsch gefrühstückt oder wieso bist du blau? Ey, du weißt ganz genau, blau ist nur Nelly. Billy lebt wieder, Billy, mein bester Freund. Ja, juhu, endlich mein bester Freund. Billy, wir haben aus Versehen dein Haus schon kaputt gemacht, weil wir dachten, du bist weg. Warte, weiter aus, mein Haus möchte ich wieder haben. Hey, ja, Billy, aufbauen. Komm zurück. Du darfst sie vergessen. Wir sind hier im anderen Universum. Wir haben keine Ahnung, wer wir wirklich sind. Aber Simlucky mag mich. Schau mal, Simlucky, darf ich wieder Pupsi machen? Das ist nicht der echte Simlucky. Warte mal, wir müssen dich aber erst rot färben. Warte mal, mich? Natürlich. Hey, nein, ich will nicht rot werden. Weg hier. Sogar die falsche Farbe, wir müssen nicht färben. Nein, wir müssen mich nicht färben. Warte mal. Was mit den Statuen passiert? Sehe ich etwa so hässlich aus? Bin ich rot? Bin ich rot in diesem Universum? Du siehst so hässlich aus wie ich. Was meint ihr? Hä? Rot ist doch deine Lieblingsfarbe. Okri, du verhältst dich echt komisch heute. Warum bist du überhaupt blau? Genau, Okri. Was? Billy, ist das dein Ernst? Schau mal, sogar Billy fällt es auf. Und du weißt ganz genau, Billy ist der Klügste in unserer Stadt. Was? Oh ja. Einen Moment mal. Billy ist der Klügste in unserer Stadt? Der hat doch letztens den Nobelpreis für den klügsten Sein auf der Welt gewonnen. Oh ja, Billy ist das Schlauste. Ist das wirklich... Schau dir sein Gesicht an. Ist das wirklich der schlauste Mensch der Welt? Aber wie klug ich bin. Seit wann schielen deine Augen bitte sehr so komisch und seit wann läuft dir Sabber durch den Mund? Moment, ich muss euch was zeigen und Leute. Zack. What? Hä? Ich glaube, in diesem Universum war sogar Billy ein richtiges Genie. Aber Leute, in unserem Universum ist er nicht wirklich ein Genie. Oh Mann, und ich muss unbedingt die Farbe von meiner Statue ändern. So geht das doch nicht weiter. Das kann nicht sein, Okri. Wir werden dich jetzt einfärben. Nein, du wirst mich nicht einbauen. Junge, auf damit. Werd wieder rot. Hey, weg mit deinen Fingern, Simlucky. Ich will nicht rot werden. Warte mal. Oh nein, ich bin rot gefärbt worden. Ernsthaft? Jetzt ist mein Anzug rot? Mein schöner,
Pyjama ist rot. Okay. Ich finde, das steht dir wirklich richtig, richtig schlecht. Du siehst richtig pupsi aus. Oh Mann, ist es dein Ernst? Und du musst mich auch daran erinnern, dass ich schlecht aussehe. Ich weiß, dass ich schlecht aussehe. Freunde, schreibt es in die Kommentare, welche Farbe steht mir besser, blau oder rot? Also rot auf keinen Fall, oder? Das sieht ja einfach nur schrecklich aus. Okay, Sim Lucky, wir bleiben jetzt für immer hier, okay? Nein, wir bleiben auf keinen Fall für immer hier. Ich muss übrigens doch weg, Nelly, Sim Lucky und Billy, kommst du mit? Warum nicht für immer hier bleiben? Okay, willst du uns etwa verlassen? Bist du nicht mehr unser Freund? Billy, wir müssen zurück in unsere Welt. Okay, stehe geblieben. Ich möchte hier bleiben. Stehe geblieben. Hast du ganz vergessen? Heute ist ein Bild-Challenge-Tag. Heute spielen wir Bild-Challenge, aber nur in einer Farbe. Was? Und in welcher Farbe muss ich bauen? In deiner Lieblingsfarbe. Nein, meine Lieblingsfarbe ist nicht rot. Billy, wir müssen verschwinden, wir müssen verschwinden. Nein, ich möchte hier bleiben. Okay, na gut, wenn ich gewinne, dann darf ich aber verschwinden, okay? Dann muss ich nur ganz kurz weg. Verschwinden wollen, okay? Okay, ja, du kannst ganz kurz auf Toilette gehen, alles gut. Okay, aber erstmal müssen wir die Bild-Challenge machen in nur einer Farbe. Na gut, ich muss was Rotes bauen, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will nicht was Rotes bauen. Was mit Rexam bauen? Ich werde was mit Amethysten bauen. Ich liebe Amethysten. Oh Mann, mein Lieblingserz ist doch Diamanten und nicht Redstone. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, warum willst du eigentlich wieder zurück? Hier ist das voll cool. Schau mal, die sagen, ich bin schlau. Willy, du bist nicht der die denken, dass du der bist. Verstehst du das? Doch, vertrau mir. Die sind verliebt. Also, Lucky. Oh Mann, Leute, lass uns jetzt das beenden. Ich will diese Bild-Challenge gewinnen. Dann kann ich wieder zurück in meine Welt. Oh nein, Leute. Sagt mir nicht, ich muss jetzt auf der roten Seite bauen. Das ist ja richtig ungewohnt. Oh Mann. Okay, du kannst alleine bauen. Ich baue hier mit. Nein, Billy. Du bist in meinem Team. Ganz ehrlich, du hast doch was vergessen. Die kennen uns gar nicht richtig. Die denken nur, dass sie uns kennen. Aber ich möchte hier bleiben. Okay. Nein, ich werde jetzt gewinnen und dann werden wir wieder verschwinden aus dem Universum. Rot wird verlieren, rot ist viel schlechter als lila. Warte mal, was? Sowas aus dem Mund von Sim Lucky zu hören, das ist echt komisch, oder nicht, Freunde? Die sind einfach auf der hellblauen Seite. Das macht keinen Sinn. Ey, das ist echt komisch, Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Das ist einfach verrückt. Ich bin rot. Ich bin rot. Oh, Mann. Das hätte ich niemals erwartet. Und ich bin einfach ein Keks. Okay, Billy, ich würde sagen, wir müssen irgendwas Rotes bauen. Was können wir bauen, was rot ist? Ich habe eine richtig gute Idee. Oh ja, was ist rot und glänzt und ist lecker? Saftig, schmachtiger, roter Keks. Nein, keine Kekse, Billy. Warte mal, ich zeig's dir. So, zack, 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 zack. Ein Apple, Leute! Ich kenne die Marke, die ist echt cool. Nein, nicht die Marke. Und zack, let's go! Ein Apfel! Das sieht aus wie ein Ball. Das ist kein Ball, das ist ein richtig leckerer Apfel. Schau selber! Okay. Wow! Darf ich reinbeißen? Nein, ach Mann, du magst doch eh keine Äpfel. Du isst einfach nur Kekse. Na gut, weißt du was? Wir müssen das jetzt richtig schwer machen, in den Apfel reinzukommen. Deshalb würde ich sagen, machen wir einen kleinen Parcours hier hin, okay, Billy? Okay, sie werden keine Chance haben. Und wir müssen den Parcours einfach aus Rot machen. Oh Mann, Freunde, wie kann ich einfach mit roter Farbe bauen? Das ist doch unmöglich. Das hätte ich niemals von mir gedacht, Mann. Wie kann das überhaupt sein, dass ich in diesem Universum Brot mag? Hä? Ich dachte, sowas ist unmöglich, dass ich irgendwann mal rot mag. Das dachte ich auch, doch es ist anscheinend möglich. Und ich dachte, es ist unmöglich, dass du irgendwann mal klug bist, aber jetzt bist du anscheinend doch klug, Billy. Ich war schon immer klug. Oh Mann, wer's glaubt? Denkst du, Sim Lucky und Nelly sind irgendwie schlecht im Parcours in diesem Universum? So, wir holen uns eine Leiter. Bam, bam, bam. Und Freunde, warte mal, wir machen einen richtig schweren Parcours. Es geht hier nach oben und danach geht's hier noch einmal eins nach oben und zack, an die Leiter. So, let's go. Und hier wird es nicht so einfach, denn hier machen wir einen OP-Jump. Leute, man muss erstmal hier hinspringen. Und dann holen wir uns eine Stufe, Freunde. So, eine rote Stufe natürlich. Ja, wir dürfen sie vergessen. Immer mit Rot schön bauen. Und Leute, wir holen uns eine rote Schalkerbox. So, zack. Und Billy, weißt du was? Das ist richtig schwer, diesen Jump hinzubekommen. Was soll man denn machen? Warte mal, ich zeig dir den Jump. Hier vorne muss man einen Block hin und bam. Weißt du, was das für ein Jump ist, Billy? Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, man schafft es eigentlich nicht, aber man kann die Schalker-Box aktivieren. Schau, und... Und jetzt kann man richtig schnell rausgehen und drüber springen, siehst du? Ich habe es einfach geschafft, von dort hier rüber zu springen. Ich mach das jetzt auch mal, warte. Und zack. Du bist nicht mal abgesprungen, Billy. Kannst du etwa nicht springen? Wohin ging's denn mit dir, Billy? Okay, und jetzt so hier vorne im Apfel angekommen. Ey, wir machen das hier ganz schnell. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, hier lange in diesem Universum zu sein. Wir nehmen uns ganz, ganz schnell hier Lava und wir platzieren hier unten überall Lava, Billy, okay? Okay, damit sie schön in die Lava fallen. Oh ja, damit die schön in die Lava fallen. Und schaut mal, hier vorne ist einfach eine Falle. Die müssen aufpassen, dass sie hier nicht runterfallen. Und wisst ihr was? Wir nehmen uns dafür Ghost-Blöcke. So, zack, zack, zack. Und die platzieren wir jetzt hier vorne und schaut, wenn die hier lang gehen, fallen die einfach hier runter und müssen das wieder von neu machen. Haha, selbst schuld. So, und jetzt platzieren wir hier überall Lava, Billy. Komm, let's go. Was machst du für Geräusche, Billy? Ente. Wie kommst du auf eine Ente? Egal, es ist wunderschön. Okay, alles klar, Billy. Du bist echt eine Faszination. Okay, und hier vorne machen wir Lava-Parcours-Hälse. Boah, das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, Billy. Lava-Parcours. So, zack, zack, zack. Bam. Und jetzt müssen die einfach von hier vorne da rüberspringen. Oh nein, wenn die hier runterfallen, fallen die einfach in die Lava. Oh Mann, das tut mir echt leid dann für die. Okay, lass uns wieder hochbauen und später einen Schleimblocksprung machen. Ein Schleimblocksprung? Wie willst du hier einen Schleimblocksprung machen? So, zack, es geht an die Leiter. Und jetzt machen wir einen Leiterparcours. Let's go! Bam! So, jetzt geht es an die nächste Leiter. Bam, hier vorne. Wow, das ist schwer, das ist schwer. Denkst du, man schafft das irgendwie? Na klar, also ich würde es schaffen. Okay, ich habe es geschafft. Und jetzt muss man hier lang. Oh, okay. Und dann ist man schon hier oben am Ziel angekommen. Warte mal, muss irgendwie noch hier oben hin. Und wow! Boah, da muss man so einen Sidejump machen. Und dann ist man hier oben angekommen. Und ich würde sagen, hier oben dann. Bam, bam, bam. Hier vorne machen wir noch eine Leiter hin. Ist der Preis, den sie gewinnen, wenn sie den Parcours hier schaffen. Und dort als Preis werden wir ganz viele Kekse benutzen. Okay, Billy. Wir machen eine Truhe mit ganz, ganz vielen Keksen am Schluss. Aber warte mal, Billy. Nicht jeder mag so viele Kekse wie du. Wie meinst du? Auch jeder liebt Kekse. Aber nicht übertreiben, Billy, mit den Keksen. Okay, dein Ernst? Ja, ich meine, das ist ja ein Gewinn. Man soll ja schon mit dem so was viele gewinnen. Kekse? Was? Okay, Leute, wir sind fertig. 3 Minuten sind um. Okay, Leute, jetzt sind wir bei euch erstmal dran und wir werden als erstes eure Trauben. Sind das Trauben, Billy? Hä, warum sind da Trauben? Ja, du weißt doch, wir hatten das Thema Früchte und das Thema Früchte in lila, ja, sind Trauben. Trauben sind lila. Naja, ich mag nur Kekse. Ich liebe Trauben. Ihr müsst jetzt meinen Trauben-Death-Run bestehen. Trauben-Death-Run? Oh Mann, Sim Lucky und Trauben. Das hätte ich nicht erwartet. Der mag eigentlich immer nur Äpfel. Mhm, und hier ist der Eingang. Den habe ich zusammen mit Nelly gebaut. Schaut mal, kommt mit. Okay. Und warte mal, was ist das hier vorne? Hier geht's durch eine Traube oder? Wow, was ist das für ein riesiger Sprung? Wie soll ich denn schaffen? Okay, dieser Sprung ist doch voll einfach. Du musst einfach rüber. Oh Mann, Freunde. Nelly gefällt mir irgendwie in der Farbe hellblau. Ich meine, sie ist einfach blau. Das sieht voll schön aus. Oh Mann, Uri, in Blau warst du wirklich viel schöner. Oh Mann, in diesem Universum gefällt mir Nelly echt, aber in Lila? Oh, ich weiß ja nicht ganz. Ich meine, Sim Lucky ist einfach diesmal lila. Oh, warte mal, Stacheln? Oh nein, ich muss aufpassen. Okay, ich würde sagen, auf 3, 2, 1 und... Ah, Anschwung! Wow, ich hab's geschafft, Billy. Oh, warte mal, ich muss dir helfen. Komm. Spring, Billy, spring. Ich hab das zu 100%. Billy kann nicht verlieren. Let's go. Oh nein. Spring, Billy, spring. Billy. Egal, ich schaffe es vor, Billy. Okay, also wenn ich es schaffe, zählt das auch. Und zack. Hey, Billy, wie konntest du nur verlieren? Meistens gewinnst du doch immer. Was? Genau, das war Spaß, ja. Okay, hier an der Leiter entlang und zack. Oh, hier ist einfach eine Lavatraube. Leute, das Ding ist, Billy ist, glaube ich, in diesem Universum einfach ein Pro, aber er ist eigentlich ein richtiger Noob. Okay. Und jetzt hier rüber, zack, bam. Wie machst du das? Du bist doch voll der Noob. Was? Ich bin ein Noob? Nein, auf keinen Fall. Ach, war ja klar, die Farbe Rot ist ein Noob in diesem Universum. Aber ich bin ja eigentlich blau. Okay, hier entlang. So, zack, zack, zack. Oh, ein Labyrinth. Ich hab den Ausgang. Und, hey, nein, ich finde den Ausgang nicht. Ich muss das gewinnen, sonst schaffe ich nicht mehr. Hab ich mir gedacht, dass du ein Noob bist. Hä, was?
Eine Ghost-Tür? Ich hab's geschafft! Let's go, Billy! Let's go! Okay, ich würde sagen, wir haben einmal verloren, weil Billy draufgegangen ist. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Level und dann entscheiden wir, welches besser war. Oh ja, ich bin schon gespannt. Und wenn ich gewinne, dann werde ich schnell wieder zurück in mein Universum kommen, weil sonst lassen die mich niemals gehen, wenn ich nicht gewinne. Und los geht's, Leute! Ey, Simlucky! In den Survival-Modus! Oh Mann, Simlucky. Okay, ich gehe in Survival-Modus. Simlucky ist genauso nervig, aber halt nur in lila. Was hast du gesagt? Was meinst du genauso nervig? Ach, egal. Mach einfach diesen Parcours. Ach, du weißt doch ganz genau, ich bin Profi. Oh Mann, schon einmal verkackt. Haha, das ist richtig gut für mich. Ah, Leute, es ist unmöglich, diesen Sprung zu machen. Da gibt es einen kleinen Trick. Der Parcours ist ja voll einfach, aber wie sollen wir das schaffen? Aha, ich hab's rausgefunden. Hä, warte mal, wie, du hast herausgefunden? Oh nein, hat er es wirklich herausgefunden? Ach, was? Du weißt ganz genau, Simlucky ist lila und lila ist Pro-Farbe. Du bist rot. Leute, wie kann das sein, dass Simlucky die Farbe rot beleidigt? Also wenn Simlucky das erfährt... Oh Mann. Ach Leute, ihr schafft es ja wirklich... Oh, was? Easy peasy. Simlucky hat's geschafft und jetzt? Oh nein, wie geht's jetzt weiter? Oh, du machst den Lava-Parcours auch easy. Bam, easy. Zack, jetzt geht's hier lang. Zack, zack, zack. Und hier rüber. Oh, Simlucky, schafft sie das auch für mich? Oh Mann, du hast verloren. Okay, und Nelly schafft es irgendwie nicht. Hey, Nelly, du bist echt ein Noob, Mann. Und ich dachte, sie wäre gut, wenn sie die Farbe blau trägt. Simlucky ist eine Prinzessin. Let's go, weiter geht's. Was? Simlucky ist eine Prinzessin? Ey, Simlucky ist echt komisch. Er hat's geschafft, was? Oh nein, das darf ich nicht zulassen. Das darf ich nicht zulassen. Ein Moment. Ich hasse Kekse. Simlucky, das darf ich nicht zulassen, dass du es geschafft hast. Komm her, Junge. Bam. Okay, was machst du da? Weg mit ihm. Tschüss. Und, oh, okay. Billy, weißt du was? Wir sind im Kreativmodus. Lass uns schnell abhauen. Aus diesem Universum, okay? Okay, aber warum müssen wir abhauen? Ja, weil hier überall Kekse sind. Nein, Spaß natürlich, weil dieses Universum so schrecklich ist. Na gut, ich komm schon mit. Okay, komm mit, Billy. Schnell, schnell, schnell. Ey, Leute, wir kommen später vielleicht wieder. Aber ich bin jetzt rot und ich will auf keinen Fall rot sein. Tschüss, Billy ist der schlauste Mensch der Welt. Billy, renn um dein Leben. Oh, warte mal, du kannst selber rennen. Komm mit, komm mit, komm mit. Let's go, wir müssen weg von hier, auch wenn ich hier mag. Oh, Mann. Du kannst es hier nicht mögen. Hier sind ganz, ganz schreckliche Menschen. Die sind einfach in einer anderen Farbe und ich bin rot. Wie kann man sein, dass ich rot bin? Wir müssen hier verschwinden. Ganz ehrlich, die sollen hier in ihrem Universum weiterleben, aber ich mag es überhaupt nicht. So, zurück. Weg hier, weg hier. Oh, da vorne ist das Portal. Weißt du was? Wir springen dort jetzt rein gemeinsam, okay? Okay, okay. Ich vertraue dir mal. Aber da musst du mich gut behandeln. Genauso wie die anderen hier. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir springen dort rein. In 3, 2, 1 und bitte wieder zurück. Bitte schafft das. Bitte klappt das. Und let's go. Was ein wunderschöner Morgen. Schaut euch das an, Freunde. Die Sonne scheint und ich bin ready für den Tag. Ich gehe mal direkt bei meinen Freunden vorbeischauen und sag mal Hallo. Und zack, die Türe auf und schaut euch das an. Mutter Natur ist wieder da. Und es ist schon fast die Sommerzeit. Leer? Oh, du hast mich gesehen. Hallo erstmal. Aber komm mal mit, ich muss dir unbedingt was zeigen. Warte mal, was willst du mir zeigen? Ich wollte doch gerade Hallo sagen zu Orksi und zum Lucky und natürlich auch zu dir. Hallo Lea, guten Morgen. Guten Morgen, Okri. Und heute musst du mal nicht mit den anderen abhängen. Nicht mit den anderen? Mit wem soll ich dann abhängen? Mit dir etwa? Ja, ganz genau, mit mir. Oh yeah. Oh, okay, darauf freue ich mich besonders. Aber wohin geht's denn heute? Ach, komm erst mal mit, ich zeig dir's dann. Okay, alles klar, wohin geht's? Ich bin gespannt. Du wirst schon sehen. okay, alles klar. Oh Mann, Freunde, was hat sie mit mir vor? Also, dann komm mal mit. Was soll das werden, Lea? Warum führst du mich ins Gefängnis? Ach, das ist nichts Schlimmes. Vertrau mir einfach. Okay. Oh Mann, Freunde, warum bringt sie mich ins Gefängnis? Was hat sie vor? Was? Warum hast du ein Messer in der Hand? Na los, geh schon rein. Okay, okay, oh nein, oh nein, oh nein. Hey, was soll das? Hey, hey, lass mich raus, lass mich raus. Sie hat meine Falle gestellt. Eingeschlossen, Ugri. nein, 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 wie kannst du nur? Wo sind meine Freunde? Die werden mich retten. Orksi und Simlucky. Orksi und Simlucky habe ich natürlich auch eingesperrt, aber du wirst sie erst sehen, wenn du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist.
Oh, okay. Oh Mann, Freunde, was soll das? Ich konnte dir nie vertrauen. Warum bist du so? Ich hab's gewusst. Schon beim ersten Mal, als ich sie getroffen habe, war sie so komisch drauf. Oh Mann, warum habe ich ihr vertraut? Ugri, ich hör dich noch. Ach so. Das war nicht so gemeint. Du bist nicht komisch. Lass mich bitte raus. Okay, na gut. Oh yeah, nice. Nein, das war natürlich ein Spaß. Oh Mann, ist das dein Ernst? Okay, na gut. Freunde, ich muss aus diesem Gefängnis irgendwie herauskommen, meinte Lea. Ich werde das schaffen. Was ist das hier vorne? Hier vorne ist eine Truhe. Okay. Warte mal, ein Kameramonitor? Was hat das auf sich, Lea? Was ist in diesem Kameramonitor? Darüber siehst du deine Freunde, aber du wirst sie niemals retten können. Sie sind nämlich auch eingesperrt. Oh ja, stimmt. Warte mal, stimmt das wirklich? Kamera 1. Hä? Warte mal, was ist das denn bitte sehr für ein Raum? Oxy, Simlucky, hört ihr mich? Was macht ihr dort? Wir werden hier niemals rauskommen, Simlucky. Was sollen wir denn bitte machen? Mann, wann rettet uns Ugri endlich? Simlucky, mach kurz die Augen zu, ja. Oxy, geht einfach kacken. Oh Mann, Freunde. Das ist nicht lustig. Lea, lass meine Freundin in Ruhe. Okay, du weißt, was du zu tun hast. Du musst aus dem Gefängnis ausbrechen und so aus meinem Gefängnis. Oh nein, ich werde hier nicht ausbrechen. Ich komme hier... Es klappt nicht, Freunde. Es klappt nicht. Okay, na gut. Was muss ich hier tun, um meine Freunde zu befreien? Ich würde sagen, als erstes lass mal... Was sollte das, Lea? Lass mich in Ruhe. Okay, na gut. Was muss ich hier tun? Hier sind ganz viele Knöpfe und hier vorne ist eine Tür. Lea, muss ich etwa hier alle Knöpfe drücken? Vielleicht ist ein Knopf da, der die Tür öffnet. Das musst du schon selber herausfinden. Oh nein. Okay, ich versuch's einfach. Na gut. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Absolut gar nichts. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Vielleicht öffnet sich dann die Tür und zack. Warte mal, was soll das? Hab ich gerade Vergiftung bekommen? Oh nein. Aua, das hat weh. Was sollte das, Lea? Du veräppelst mich die ganze Zeit. Hier ist überhaupt kein richtiger Knopf. Oder vielleicht doch, ich probiere es einfach und zack. Die Tür hat sich geöffnet. Zu spät, oh nein. Welcher Knopf war es denn jetzt? Ich glaube, ich habe irgendwie in diese Richtung gedrückt, oder nicht? Der hier? Es hat geklappt und zack, durch hier. Perfekt, ich bin der Beste, Lea. Ich hab's fast geschafft, oder nicht? Oh nein, noch lange nicht. Das Gefängnis ist riesig. Oh Mann, dein Ernst? Oh nein. Was ist das hier vorne? Ein Riesenaquarium? Ich bin doch kein Fisch. Du siehst aber aus wie einer. Was? Oh Mann, Lea, warum sagst du sowas? Na los, jetzt beweg dich schon. Okay, ich beweg mich schon. Und zack, schnell hier durch. Und reiter. Oh nein, ich kann nicht atmen. Was mache ich hier? Wie komme ich raus? Lea, wie komme ich da raus? Was soll das? Ja, vielleicht sitzt du hier auch fest. Nein, bitte nicht. Okay, egal. Ich weiß, da gibt es bestimmt einen Ausweg, oder nicht? Bestimmt. Ihr müsst ganz fest an mich glauben. Dann schaffe ich es vielleicht. Lass jetzt alle innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da. In 3, 2, 1 und zack. Danke, Leute. Damit habt ihr gezeigt, dass ihr mir vertraut und ich das schaffen werde. Ihr glaubt an mich und ich glaube daher auch an mich. Und zack, hier durch. Warte mal, was? Ich bin hier wieder respawned, Lea. Ja, ganz genau, weil ich habe hier Spawn Points gesetzt. Aber wenn du 3-mal stirbst, dann hast du versagt und du kannst deine Freunde nie retten. Oh Mann, Lea, warum redest du so böse? Was ist in dich gefahren? Ich glaube, wir müssen es anders machen. Lass mal jetzt alle ein Abo da innerhalb der nächsten 3 Sekunden. Vielleicht schaffen wir es dann. 3, 2, 1 und... Perfekt, Freunde, alle, die jetzt ein Abo dagelassen haben. Ihr glaubt an mich und ich glaube an mich. Und jetzt werden wir es aber wirklich schaffen. Und zack. Oh, ich kann ihn nicht atmen. Oh, warte mal, Freunde. Wisst ihr was? Ich habe was vergessen. Stimmt, wenn man ganz leicht über diese Magma-Blöcke schwimmt, dann kann man hier einfach drin atmen und man verliert keinen Schaden. Schaut euch das an, Freunde. Und jetzt werde ich mich umschauen. Ich werde das schaffen. Ich krieg keine Luft mehr. Warte mal, was? Hier war ein geheimes Loch leer. Was sollte das? Also hast du es gefunden? Ja, ich hab's gefunden. Ich hab so einen Hunger. Zum Glück hab ich noch einen Hamburger dabei. Lecker. Oh Mann, das war so knapp. Ich bin fast draufgegangen. Dann hätte ich meine Freunde nicht mehr retten können. Okay, egal. Weiter geht's. Was machst du bloß, Lea? Hier ist ein Lava-Parcours. Ich hab Angst vor Lava, Freunde. Ja, Ugri, du musst wohl deine Ängste überwinden, sonst wirst du es niemals schaffen. Oh nein. Okay, du hast recht. Ich schaff das. Und Freunde, dank euch. Ihr habt ihm ein Abo und ein Like da gelassen. Jetzt fehlt nur noch die Glocke aktivieren. Wenn ihr das macht, dann schaffe ich das bestimmt. Okay, kommt schon und zack. Nein!
nein! Oh nein, ich habe schon wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt heißt das, dass ich habe nur noch ein Herz, oder nicht, Lea? Okay, egal, ich muss das schaffen. Nun gib schon auf, Okri. Nein, ich werde auf keinen Fall aufgeben. Komm schon, Freunde, diesmal schaffe ich das. Ich bin hier irgendwie nach oben gestoßen, aber kein Problem. Ich habe das gesehen und zack. Jetzt habe ich es besser gemacht. Ich bin der Beste und los geht's. Weiter geht's und drüber, darüber, darüber, da und los. Ich habe so gezittert, Lea. Ich habe so gezittert. Der Unterbier ist so heiße Lava. Ich habe so Angst. Siehst du, du hast nicht das Zeug dazu. Nun mach schon einen Rückzieher. Nein, auf keinen Fall. Ich werde es schaffen. Okay, warum komme ich hier nicht rüber? Wie soll ich so weit springen, Lea? Das macht gar keinen Sinn. Warte mal. Barriereblöcke also, ja? Du dachtest, ich sehe das nicht. Und rüber da, zack. Wow, ich schwebe einfach in der Luft, Freunde. Das ist so gefährlich. Wie jetzt? Du hast die Barriereblöcke gesehen? Wie das denn? Oh, weißt du, ich bin einfach der allerbeste. Ich sehe alles und zack. Okay. Und warte mal, wo ist der nächste Block? Ah, okay, na gut, ich schaffe den nächsten Sprung. Und zack. Wow, ich hab's wirklich geschafft. Ich bin der Beste und weiter geht's. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Perfekt. Und jetzt nur noch diesen Sprung und zack. Und jetzt hier runter. Ich hab's geschafft. Ja, das nächste Level wartet auf mich. Und drüber da. Wow, okay, das war echt knapp. Und was erwartet mich jetzt hier vorne? Lea, was soll das? Was ist das? Na, das ist ein Labyrinth und du wirst dich darin verlaufen und deine Freunde niemals sehen. Oh nein, das kannst du mir nicht antun. Wie kann man so böse sein? Das ist einfach ein Riesenlabyrinth. Oh nein. Und hier ist eine Kiste. Was ist hier drin? Ein Hebel? Okay, alles klar. Weißt du was, Lea? Was machen wir eigentlich, wenn ich es schaffe, meine Freunde zu retten und aus deinem Gefängnis ausbrechen kann? Werden wir dann vielleicht zusammen auf ein Date gehen? Was hast du gesagt? Egal, vergesst es. Oh Mann, Freunde, warum sage ich sowas überhaupt? Was denke ich mir dabei? Okay, ich bin lieber leise. Oh Mann. Okay, Okri, du bist echt komisch. Warte mal, was? Och Mann. Oh Mann, Freunde, ich wollte doch einfach nur... Ach, egal, wisst ihr was? Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Okay, ich verlaufe mich hier. Wirklich, das ist so ein Riesenlabyrinth. Wo geht's denn weiter? Oh, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist eine Sackgasse. Vielleicht in diese Richtung? Oh nein, hier ist auch eine Sackgasse. Wo geht es denn lang, Freunde? Überall ist das Gleiche. Oh Mann, ich sehe gar nichts mehr. Hier ist auch eine Sackgasse, das kann doch nicht wahr sein. Wie komme ich hier raus? Warte mal, ein pinker Block? Was hat das auf sich, Lea? Ein pinker Block? Ja, der ist doch schön, oder nicht? Ja, der ist schön. Und ich habe einen Hebel bekommen aus der Truhe. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich diesen Hebel hier platziere und ihn einmal bestätige? Warte mal, eine Tür hat sich geöffnet. Es hat geklappt, oder nicht? Ich bin hier raus. Perfekt. Oh. Und es geht hier runter. Na gut, ich gehe mal diesen geheimen Gang hier einfach entlang. Was passiert hier, Freunde? Wow. Okay, hier geht's hoch. Und zack, was ist das für ein Level? Okay, hier ist einfach absolut gar nichts. Obwohl, hier sind irgendwelche komischen Werfer. Warum sind die dort? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier entlang. Aua! Aber du bist auf die Falle reingefallen. Warte mal, eine Falle. Oh nein, ich hab's gar nicht gesehen. Oh Mann, wie kann ich bloß auf so eine kindische Falle reinfallen? Und jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz. Oh nein, was ist hier in dem nächsten Werfer? Das ist einfach der Gang des Grauens. Oh, wieder Vergiftung. Ich will mich nicht vergiften lassen wieder. Und zack, rüber hier. Wow, okay. Okay, einfach durch da. Und zack. Wow, Lea, wolltest du mich gerade etwa verbrennen? Wonach sieht's denn wohl aus? Ich kann es nicht in Worte fassen, Lea. Wie kannst du mir sowas antun? Egal, ich werde es schaffen. Ich werde meine Freunde retten. Und let's go. Oh, nicht schon wieder Vergiftung. Und zack. Warte mal, ich habe es wirklich geschafft. Okay, ab ins nächste Level. Und ich habe schon wieder nur ein halbes Herz. Oh Mann, Freunde. Hätte ich bloß noch ein paar Bürger. Oh, was? Stimmt, ich habe hier noch ein paar. Und komm schon, ich esse sie auf. Oh, lecker. Und was ist das hier vorne? Aber zum Glück sehe ich wieder Sonne. Oh Mann, ich bin so froh. Und okay, versuchst du mal endlich aus meinem Gefängnis auszubrechen? Was wirst du als nächstes tun? Lea, ich sehe dich da oben. Ja, und ich beobachte dich die ganze Zeit schon. Oh nein. Hey, was soll das? Hör auf damit. Ich habe keine Ahnung, wie du dort vorne auf dem Baum gekommen bist, aber ich werde es schaffen. Ich werde aus deinem Gefängnis rauskommen. Und warum ist hier vorne ein Esel? Blumen. Redet der Esel gerade, Freunde? Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Oh nein! Okay, du schaffst es niemals, du Schwein. Was? Ich bin doch kein Schwein. Warum redet mit mir ein Esel? Ich glaube, ich werde wirklich verrückt. Oh nein!
Oh, warte mal, ich hab mir das wirklich nur eingebildet, zum Glück. Und wie komme ich hier endlich wieder raus? Du musst für mich die Blumen sammeln. Blumen sammeln für dich? Und wie viele? Hier sind ja voll viele. Na, so viele du kannst und so viele wie hier sind. Oh, warte mal, wirklich? Sammle 100 Blumen für mich? Oh nein, Lea, das kann ich nicht. Das wird so lange dauern. Und dann muss ich die hier wohl reinwerfen. Egal, ich fange schon mal an. Oh Mann, ich wollte dir eh schon mal eine Blume schenken, weißt du, Lea, zu deinem Geburtstag. Warte mal, was? Eine Blume? Ja, klar, Mann, aber das mache ich doch gerne. 100 Blumen für mein... egal, okay, komm schon, ich mach das, Freund, ich sag lieber nichts. Und zack, 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 zack. Oh, Lea, ich hab's geschafft. Und das Feld ist noch immer so voll, aber 100 Blumen wurden gesammelt. Und zack, alle rein dort. Ich schaff das, Freunde. Zack und zack. Und, warte mal, was passiert jetzt? Ich habe 100 Blumen reingeworfen. Lea, hast du mich veräppelt? Oh nein, schau mal über dir. Was ist dort vorne? Ein Werfer? Warte mal, was ist dort? Ist dort gerade was aus dem Werfer gekommen? Wow, eine Eisenspitzhacke. Okay, na gut, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen, um aus dem Gefängnis herauszukommen. Was ist das hier vorne? Diese Blöcke sind richtig auffällig. Kann ich die abbauen? Ich versuch's mal. Es klappt wirklich, ja. Let's go, Freunde. Und was ist das für ein Level? Oh nein, ich habe so Angst. Oh, nein, meine Spitzhacke. Oh, was mache ich denn? Ey, Lea, ist das dein Ernst? Oh. Tja, Okri, ich werde sie nicht leicht machen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, Mann, Lea, warum? Hm, okay, ich schaff das. Oh, okay, was ist das hier vorne? Zombie-Spawner? Nein, warte mal, Zombie-Spawner? Okay, aber zum Glück sind hier... Ah, nein, hier vorne sind Zombies. Nein, 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 nein. Ah, noch mehr, noch mehr. Aua, lass mich in Ruhe. Ich darf dich, ich darf jetzt nicht draufgehen, Freunde. Okay, okay, schnell hier durch und stell die Tür auf. Oh, ich hab's geschafft. Das war so knapp, Lea. Wie kannst du mir sowas antun? Und nein, nicht schon wieder ein Lava-Parcours. Ach, schade, dass du nicht draufgegangen bist. Aber hier wirst du ganz sicher draufgehen. Oh, ist das dein Ernst, Lea? Nein, 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 ich werde nicht draufgehen. Okay, was sehe ich hier, was sehe ich hier? Die Zombies sind hinter mir, die kommen hier auf keinen Fall durch. Ich brauche keine Angst haben. Und drüber da. Ich glaube, das ist schon wieder so ein Jump'n'Run oder sowas. Ist das dein Ernst? Aber das sieht irgendwie gefährlicher aus. Gefährlicher? Es ist auch gefährlicher. Oh, okay, okay. Ich muss hier rüber und ich muss hier rüber. Okay, schnell hier rüber. Und jetzt muss ich einfach an die Leiter springen. Okay, na gut, ich schaff das. Und zack, ich hab's drauf, Freunde. Ich hab's drauf. Ich bin ein Jump'n'Run-Profi. Und zack, let's go, let's go, let's go. Ich bin der Beste. Okay, Lea, was soll das dort vorne sein? Ein Schleimblock? Weißt du was? Ich nehme den kürzeren Weg. Und zack. Okay, das tat ein bisschen weh, aber dafür habe ich nichts riskiert. Ach, das war so nicht vorgesehen. Tja, Lea, ich bin der Beste. Ich finde richtig viele Tricks heraus, um weiterzukommen. Ich komme aus deinem Gefängnis heraus, mach dir keine Sorgen. Obwohl, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt noch einmal draufgehe, dann war es das und ich kann meine Freunde nicht retten. Orksi und Simlucky und ich werde dann auch für immer im Gefängnis bleiben. Egal, ich muss schaffen. Was ist das hier vorne? Lea, warum komme ich hier nicht mehr raus? Hier ist kein Ausgang. Wo muss ich hier entlang? Wenn du den Ausgang nicht findest, dann wirst du hier für immer bleiben müssen. Oh nein, das will ich auf keinen Fall. Oh, hier gibt's doch bestimmt einen Ausgang. Warte mal, eine Truhe hier mitten irgendwo im Nirgendwo. In einem Gefängnis, hier muss was drin sein. Oh, komm schon, ich öffne die Schlüssel. Dein Schlüssel, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Es hat so lange gedauert. Warte mal, ich glaube, ich muss den Schlüssel hier vorne reintun, oder nicht? Passiert dann irgendwas? Öffnet sich dann vielleicht eine Tür oder sowas, Lea? Oder du gehst einfach nur drauf, wenn du den Schlüssel da reintust. Egal, Freunde, ich riskiere es und zack! Oh, die Tür ist aufgegangen. Perfekt, Freunde, ich hab's geschafft. Wow, und, Lea, was ist das? Was ist das? Bitte sehr, passiert irgendwas, wenn ich hier auf die Druckplatte gehe? Oh nein, was ist das für ein komisches Gefängnis, Lea? Du wirst hier niemals rauskommen, denn das hier ist eine Minenfalle. Oh nein, immer wenn ich eine Druckplatte berühre, dann fliegt einfach das ganze TNT runter. Okay, ich muss aufpassen, Freunde, kann schnell rüber da. Ich glaube, dort hinten ist der Ausgang. Ich schaff das, Freunde, nicht mehr lange. Und zack, rüber da. Wow. Warte mal, Lea. Was ist das für ein komisches Schwein dort hinten? Seht ihr das? Okay, okay, okay. Warte mal, was? Das war voll cool, Lea. Das war echt voll cool. Schaut euch das an. Das ganze TNT ist dort unten einfach explodiert. Wie cool. Und ich habe einfach Angst gehabt. Für was denn bitte sehr? Okri, schau mal hinter dich. Hinter mir? Was soll denn hier vorne sein? Ein Schießstand. Oh nein, und was passiert, wenn ich hier alles abschieße? Du musst alle Ziele abschießen und wenn du die alle getroffen hast, dann wirst du sehen. Okay, und woher kriege ich einen Pfeil und... Oh, hier ist eine Kiste. Okay, mal schauen. Ein Bogen und Pfeile. Perfekt. Ich werde es schaffen. Und... Zack. Und zack. Ich bin ein Profi im Bogenschießen. Vertrau mir, Lea. Zack. Und zack. Und
Zack, ich bin der Beste und... Oh nein, ich habe daneben geschossen. Wie peinlich. Was? Du kannst ja nicht einmal Bogen schießen. Lea, sag doch sowas nicht. Natürlich kann ich Bogen schießen und schau, jetzt treffe ich perfekt in die Mitte. Aber was passiert, wenn ich das treffe? Ich habe keine Ahnung, Freunde, mal testen. Und zack. Wow. Bin ich jetzt endlich aus dem Gefängnis entflohen? Hat es endlich geklappt? Orks, ist Sam Lucky? Och Mann, ich sehe ihn nicht durchs Glas. Leia, wo bist du denn? Bitte, bitte lass uns endlich raus. Ich bin hier vorne, ich bin's, Okri. Warte mal, Okri, ich sehe deine schönen blonden Haare. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Bitte, du musst uns helfen. Leia hat uns hier drin einfach eingesperrt. Oh ja, ich sehe, sie hat mich auch eingesperrt, aber ich konnte entfliehen und jetzt kann ich euch retten. Ja, komm schon, du musst uns retten. Schnell, 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 Okri. Aber kannst du uns hier überhaupt rausholen? Wie willst du schaffen. Irgendwie beobachtet mich Lea nicht mehr. Wo ist sie hin? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ist sie jetzt abgehauen? Okay, lass dir was einfallen. Schnell, schnell, schnell. Sonst ja, ich lass dir was einfallen. Okay, warte mal. Ich muss hier einen Code eingeben. Wie kann das sein? Wie komme ich hier raus? Ich glaube, hier irgendwo in den Schränken ist etwas, was ich gebrauchen könnte. Und zack, komm schon. Ich muss es finden. Ich muss es finden. Okay, bitte, bitte, bitte. Beeil dich endlich. Ich muss so dringend auf Toilette. Sam Lucky hat einfach die Toilette verstopft. Bitte. Warte mal. Was, Sam Lucky? Wie kannst du sowas tun? Ich hab was, Leute. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich hab was. Okay, ich schau mal nach. Was steht in diesem Buch? Welche Farbe ist cooler? Pink gleich 1, Blau gleich 2, Rot gleich 3 und Grün gleich 4. Grün, 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 grün. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe soll ich wählen? Was ist eure Lieblingsfarbe und was ist die coolste Farbe? Pink, Blau, Rot oder Grün? Ich würde sagen, ich gebe den Code 2 ein. Das müsste der richtige sein. Ich bin für Blau. Oh, es klappt nicht, es klappt nicht. Und, oh Mann, Okri, lass dir was Besseres einfallen. Es ist natürlich rot, denk doch mal nach. Warte mal, was? Niemals. 3 klappt auch nicht. Ist es Farbe 4? Nein, Farbe 4 ist es auch nicht. Oh, warte mal, stimmt. Leas Lieblingsfarbe ist doch pink. Da müsste es die 1 sein. Es hat geklappt, Freunde, es hat geklappt, ja. Okri, es hat geklappt. Warte mal, Okri. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Bist du reingekommen? Wir haben uns eingesperrt, Sam. Okay, Mann, jetzt kommen wir nie wieder raus. Hier gibt es noch gar keinen Code, wie man hier rauskommt. Oh nein, das heißt, ich bin in der Zelle, wo ihr schon die ganze Zeit drin seid, oder was? Okay, ja. Du hättest uns befreien können, wenn du einfach kurz draußen stehen geblieben wärst. Das war eine Falle von Lea. Lea, warum tust du das? Oh Mann. Oh, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, dann schaut unbedingt bei Orks und Sam Lucky vorbei. Lea hat keinen Kanal und lasst unbedingt jetzt ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke, damit wir endlich hier aus dieser Zelle kommen und vielleicht sind wir dann in der nächsten Folge befreit. Also, Freunde, drückt schnell auf die nächste Folge. Schnell, 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 Freunde. Schnell, 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 Freunde. Drückt drauf, drückt drauf, drückt drauf.